Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch ein neues Programm aus der Reihe FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar, wer kennt das Problem nicht? Gerade eine neue Audio-CD gekauft, im Player angehört und schon möchte man sie am liebsten am Rechner auch anhören oder auf dem MP3-Player. Aber man schafft aus der Audio-CD einfach keine vernünftige MP3-Datei. Dazu gehen wir einfach in die Kategorie CD, DVD, Blu-ray-Disc. Und hier gibt es das ganz nette Programm Free Audio CD to MP3. So, hier können wir jetzt einfach eine CD einlegen und dann werden uns die ganzen Musiktitel angezeigt. Hier können wir entweder sagen, alle auswählen oder nur einzelne auswählen. Dann brauchen wir auch nur noch Folgendes zu machen. Wir sagen, speichere uns die ausgewählten Lieder in diesen Ordner. Wir können natürlich diesen auch durchsuchen. Das Benennungsformat ändern, zum Beispiel auch noch das Jahr mit dazu nehmen, wie wir unten sehen, den Albumtitel und so weiter und so fort. Dann wählen wir noch aus, in welches Format wir es abgespeichert haben wollen. Wir wählen MP3 und die Qualität. Natürlich wird es ein bisschen größer alles, umso besser die Qualität ist, aber wir wollen ja eine gute Qualität. Vorher überprüfen wir noch die Option, das heißt, wir geben an, aus welchem Laufwerk es auslesen soll und die Sprache. Updates wollen wir jetzt keine haben. Und dann einfach auf Konvertieren klicken und schon geht's los. Also wer schnell mal aus seinem Lieblingsalbum der CD eine MP3-Datei machen möchte oder beziehungsweise mehrere, der kann diesen Free Audio CD to MP3-Konverter benutzen. Also viel Spaß beim Ausprobieren!